Nachrichtentechnik Übung im Sommersemester 2020. Informationstheorie und Codierung. Die Theorie. Im Theorieteil werden wir die wichtigsten Formeln und Zusammenhänge durchbesprechen, die für die Übung später wichtig sind. Aus aktuellem Anlass wird die Nachrichtentechnik Übung als virtuelle Vorlesung oder Übung abgehalten. Das heißt, wir werden die entsprechenden Rechenaufgaben vorab aufzeichnen und Ihnen im Teach Center bereitstellen. Mein Name ist Reinhard Zeif. Ich werde mit Ihnen nun diesen Theorieteil durchgehen. Was ist die Informationstheorie? Die Informationstheorie versucht, Informationen in ein technisches System zu packen. Das heißt, es wird versucht, die technische Information vom alltäglichen Sprachgebrauch abzugrenzen. Es wird dabei die Pragmatik der Information nicht betrachtet. Das heißt, die Bedeutung oder der Zusammenhang der Information, die für den Menschen wichtig ist, wird hier außer Acht gelassen. Die Informationstheorie basiert natürlich auf mathematischen Beschreibungen von Informationen und anderen Begriffen und verwendet dabei die Wahrscheinlichkeitstheorie. Es werden bestimmte Dinge wie Darstellungen, Kategorien von Daten, Codierungen, Übertragungsarten und so weiter möglichst experimentell oder mathematisch erfasst und diese dadurch beschrieben. Es soll also möglich sein, nicht nur Verhaltensweisen, Zusammenhänge und so weiter damit zu beschreiben, sondern auch quantitative Aussagen darüber zu treffen, wie gut oder schlecht Information übertragen wird, wie gut oder schlecht Codierungsverfahren funktionieren und so weiter, um diese miteinander vergleichen zu können und eine theoretische, mathematische Möglichkeit zu haben, sich diese verschiedenen Systeme darzustellen. Einige der wichtigen Begriffe der Informationstheorie sind Daten und Nachricht. Daten sind Informationen im technischen Sinne, also für uns als Informationstheoretiker interessant. Sie bestehen aus Syntax, das heißt aus bestimmten Zeichen, Buchstaben, Leerzeichen, das können aber auch binäre Zeichen sein, und einer Semantik, das heißt einer Bedeutung von Zeichen. Das wäre zum Beispiel, je nachdem, wie man die Zeichen anordnet, dann ein Wort oder ein Satz oder eine bestimmte Zeichenkette mit einer bestimmten Bedeutung. Nachrichten hingegen sind Informationen für den Menschen. Die bestehen aus Daten und eben einer Pragmatik, das heißt einer bestimmten Bedeutung. Ohne diese Bedeutung sind Nachrichten oder Informationen meist für den Menschen nur schwer verständlich. Die Codierung ist auch ein wichtiger Begriff. Bei Codierung handelt es sich um eine Abbildungsvorschrift von Daten, beispielsweise wie binäre Daten in ein Zeichen gewandelt werden oder wie bestimmte Symbole oder elektrische Signale in Zeichen umgewandelt werden und wie diese dargestellt sind. Es gibt dabei verschiedene Codierungsarten. Die wichtigste ist die Quellcodierung in unserem Fall. Sie beschreibt die Codierung der Eingangsdaten und Umwandlung in eine bestimmte Zeichenfolge oder in ein bestimmtes Zeichen. Dann gibt es noch die Kanalkodierung. Dabei handelt es sich um eine andere Art von Codierung. Hier geht es nicht um die Quelle, sondern hier geht es um den Übertragungskanal, wo Zeichen am Kanal, also sprich auf einem Kabel oder einer Funkstrecke, kodiert werden. Schauen wir uns ein vereinfachtes Übertragungssystem an. Ein einfaches Übertragungssystem besteht natürlich aus einer Datenquelle. Und diese Datenquelle liefert in irgendeiner Form Daten, die dann kodiert werden. Das können zum Beispiel analoge Daten sein oder digitale Daten, Sprache, Bilder, Text, was auch immer. Und diese Daten werden dann in bestimmte Zeichen abgebildet, in Symbole oder Bits oder was auch immer. Und dann über den Kanal übertragen. Am Kanal gibt es dann irgendwo ein Kabel oder eine Funkstrecke, ganz rechts in diesem roten Kanalkasten dargestellt. Und dann gibt es natürlich nach der Übertragung auch wieder den Weg zurück hin zur Datensenke. In der Informationstheorie betrachten wir nur die Blöcke 1 und 2 des Senders, sprich die Datenquelle, und die Quellcodierung. Ein kleiner Hinweis noch, das kommt oft bei der Prüfung, diese Frage, naja, was ist der Unterschied zwischen Quellcodierung und Kanalkodierung?
Bei der Quellcodierung versucht man, die Daten möglichst effizient darzustellen und die Information daraus zu extrahieren und möglichst viel Information zu übertragen. Redundante Teile der Daten, sprich Teile, die keine Information beinhalten, versucht man hier möglichst zu entfernen und nur das Nützliche und Wichtige an Information zu übertragen. Bei der Kanalkodierung wird hingegen nichts entfernt, hier wird mit Absicht etwas dazugefügt. Und zwar deshalb, um zusätzliche Fehlerkorrekturdaten hinzuzufügen. Diese Fehlerkorrekturdaten können dann am Empfänger wieder verwendet werden bei der Kanaldekodierung, um Fehler aufgrund der Übertragung zu finden und auch auszubessern. Das hat aber mit Quellcodierung nur sehr wenig zu tun, also verwechseln Sie diese beiden Arten nicht. Schauen wir uns mal an, was es für Datenquellen gibt. Es gibt diskrete und kontinuierliche Datenquellen. Diskrete Datenquellen sind typischerweise digitale Quellen, die Zeichen liefern. Zum Beispiel bei uns am PC in der digitalen Welt ist so ziemlich alles eine diskrete Datenquelle. Jedes Bit ist diskret, aber auch gesampelte Werte, abgetastete Werte in digitalen Systemen sind diskret. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich kontinuierliche Datenquellen. Ein typischer Fall, der jeder kennt, ist Sprache, Musik hören, irgendwelche akustischen Wellen oder auch Funkwellen, die natürlich kontinuierlich sind. Das Gute daran ist, dass wir jede kontinuierliche Datenquelle in eine diskrete Datenquelle umwandeln und darstellen können. Das Grundsystem dabei ist das Abtasttheorem nach Shannon. Das Abtasttheorem von Shannon ist hier kurz dargestellt. Ein analoges zeitkontinuierliches Signal kann zu bestimmten Zeitpunkten aufgenommen werden. Dadurch entsteht ein zeitdiskretes, aber wertekontinuierliches Signal. Diese Werte zu bestimmten Zeitpunkten können dann von einem digitalen System weiterverarbeitet werden. Durch diese Abtastung, das heißt das Aufnehmen der analogen Größe in bestimmten Zeitabständen, kommt es allerdings auch zu einer Änderung im Frequenzbereich des Signals. Das Signal wird im Frequenzbereich gespiegelt und vervielfacht. Diese Vervielfachung ist rechts unten dargestellt. Zur Verdeutlichung hier nochmal ein Signal im Frequenzbereich im Bild A. Die Abtasttheorie oder das Abtasttheorem nach Shannon besagt, dass die Abtastfrequenz fs mindestens doppelt so groß sein muss wie die maximal vorkommende Frequenz des Signals. Ist dies der Fall, dann wird das Signal aufgrund der Abtastung so im Frequenzbereich vervielfacht, dass dazwischen Lücken entstehen, wie es im Bild B dargestellt ist. Ist die Samplefrequenz gleich zweimal der Maximalfrequenz, so rücken diese Frequenzspektren der Einzelsignale recht nahe zusammen und die Vielfachen davon berühren sich schon oder berühren sich gerade nicht. Das ist also der Grenzfall. Verletzt man allerdings das Abtasttheorem, so kommt es zu einer Überlagerung der Frequenzbereiche. Das heißt, die einzelnen Signale sind in der Frequenz überlagert, stören sich gegenseitig, beeinflussen sich und dies kommt natürlich zu negativen Effekten. Übrigens auch Aliasing genannt und soll natürlich möglichst verhindert werden. Nun zu einem anderen Grundbegriff der Informationstheorie, zu dem Grundmodell der Quelle. Die einfachste Quelle ist die sogenannte diskrete, gedächtnislose Quelle. Das ist eine Quelle, die Zeichen nacheinander raussendet, aus einem bestimmten Zeichenvorrat oder auch Alphabet genannt. Diese Zeichen können beispielsweise Buchstaben sein oder Zahlen oder was auch immer. Das ist auch gar nicht so tragisch. Man muss nur wissen, dass diese Quelle diese Zeichen hintereinander diskret, also mit zeitlichen Abständen, aussendet. Jedes dieser Zeichen kommt dabei mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vor. Das heißt, umso wahrscheinlicher ein Zeichen, umso häufiger wird es ausgesendet. Und die Zeichen sind unabhängig voneinander. Es gibt also keine Beziehung. Wenn Zeichen 1 kommt, heißt es nicht notwendigerweise, dass dann Zeichen 2 kommen muss, sondern es kann auch irgendein anderes beliebiges Zeichen kommen.
Das Sendergebnis ist dann ein Strom an Zeichen, die diese Quelle verlassen. Die einfachste dieser diskreten gedächtnislosen Quellen ist die Binärquelle, denn sie hat nur einen Zeichenvorrat von zwei Zeichen, nämlich 0 und 1. Und die Wahrscheinlichkeiten dieser Zeichen lassen sich damit auch recht einfach berechnen, weil wenn das eine Zeichen die Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1 hat, dann muss das andere Zeichen natürlich eine Wahrscheinlichkeit von 1 minus der Wahrscheinlichkeit des anderen Zeichens sein. Neben der Quelle besteht das informationstechnische System natürlich auch aus der Quellenkodierung. Die Quellenkodierung hat das Ziel, die Zeichen der Quelle, seien sie nun analog oder digital, direkt oder indirekt in ein binäres Format zu konvertieren. Es gibt dabei zwei Arten von resultierenden Codes. Entweder Codes mit konstanter Länge oder mit variabler Länge. Die Codes konstanter Länge werden meist als Blockcodes bezeichnet. Jedem Zeichen wird dabei ein Binärcode mit gleicher Länge zugewiesen. Also beispielsweise jedem Zeichen ein 8-Bit-Binärcode, so wie beispielsweise in ASCII-Tabellen. Neben den konstanten Längen gibt es Codes mit variabler Länge. Diese bezeichnen sich zum Beispiel als Huffman-Code oder Fano-Codes. Hier werden häufige Zeichen als kurze Binärfolgen dargestellt. Das sind also Zeichen, die sehr wahrscheinlich vorkommen. Und Zeichen, die wenig Häufigkeit haben, also selten mit wenig Wahrscheinlichkeit vorkommen, werden lange Binärcodes zugewiesen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Morse-Code. Formeln, die wir für die Rechenübung benötigen. Das erste, was wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist der sogenannte mittlere Binärstellenaufwand. Dies entspricht der durchschnittlichen Anzahl an Bits, die pro Zeichen zur Darstellung notwendig sind. Je nachdem, ob wir Codes mit konstanter oder variabler Länge haben, müssen wir zwei verschiedene Formeln verwenden. Codes mit variabler Länge werden mit Hilfe einer Summe berechnet und die mittlere Binärstellenaufwände dann als m quer bezeichnet. M quer ist also die Summe von mi mal pi von i gleich 1 über alle Zeichen n. Mi ist die Anzahl der Bits für das jeweilige Zeichen und pi ist die Wahrscheinlichkeit für das entsprechende Zeichen. Summiert man das auf, bekommt man einen mittleren Binärstellenaufwand in Bit pro Zeichen. Das ist eine Dezimalzahl, eine reelle Zahl und nicht eine ganzzahlige Zahl. Ich sage das gleich hier vorweg. Bits sind ja die kleinste logische Einheit. Es gibt nur 1 Bit oder 2 Bit oder 0 Bit oder 5 Bit und nicht 4,5, 4,3, 2,3 Bit in echt. In der Technik lassen sich solche Bits natürlich auch nicht übertragen. Ich kann nur 0 oder 1 übertragen, aber nicht ein halbes Bit. Mathematisch gesehen, durch diese Mittelung aber entstehen natürlich auch reelle Zahlen mit 2,3 Bit und so weiter. Lassen Sie sich dadurch also nicht verwirren. Aber merken Sie sich auch, dass in der Technik in echt ein Blockcode natürlich nur aus ganzzahligen Bitlängen bestehen kann. Codes mit konstanter Länge hingegen lassen sich viel einfacher berechnen. Der Mittelwert des Binärstellenaufwandes ist natürlich gleich dem Wert eines Zeichens. Also sprich, wenn alle Zeichen 3 Bit lang sind, dann ist der Mittelwert natürlich auch 3 Bit und so weiter. Der Begriff des Informationsgehaltes ist eines der wichtigsten Begriffe in der Informationstheorie. Der Informationsgehalt beschreibt den Zusammenhang zwischen der Information eines Zeichens und dessen Wahrscheinlichkeit. Die Formel lautet I von pi ist gleich minus Logarithmus dualis von pi. Das heißt, Informationsgehalt ist minus Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit des Zeichens I. Die Einheit ist Bit pro Zeichen. Ich habe Ihnen rechts dazu einmal den Verlauf von minus Logarithmus dualis dargestellt. Sie sehen auf der x-Achse die Wahrscheinlichkeit des Zeichens und auf der y-Achse den Informationsgehalt. Wichtig dabei ist, Zeichen, die sehr wahrscheinlich sind, die mit großer Sicherheit oder häufig auftreten, haben wenig Informationsgehalt. Zeichen, die sehr selten sind, außergewöhnlich, nicht oft vorkommen, haben viel Informationsgehalt. Stellen Sie sich vor,
Sie fahren auf der Autobahn. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt eine Autobahn. Er weiß bereits viel über diese Autobahn. Was ist auf einer Autobahn denn an Informationen gegeben? Beispielsweise rechts und links die Leitlinien, die Leitplanken, die Mittellinie und es wird natürlich vor oder hinter Ihnen oder neben Ihnen vielleicht ein Auto fahren. Diese Dinge sind alle sehr wahrscheinlich, wenn Sie auf der Autobahn fahren. Es wird für Sie nichts mehr Neues sein und die zusätzliche Information, die Sie daraus gewinnen, ist entsprechend sehr klein. Was hingegen, wenn plötzlich vor Ihnen etwas passiert, das sehr unwahrscheinlich ist, beispielsweise ein Auto hat einen Unfall oder ein Baum fällt auf die Straße? Diese Ereignisse sind sehr unwahrscheinlich und werden entsprechend einen großen Informationsgewinn für Sie haben. Ich habe hier mal angenommen, dass die wahrscheinlichen Dinge wie Leitplanken, Fahrbahnlinien und so weiter bei 80% liegen. Das ist natürlich ein hypothetischer Wert. Die unwahrscheinlichen Fälle, dass ein Baum auf der Straße liegt, habe ich mal mit 0,1% angenommen für dieses Beispiel. Und Sie sehen, dass der Informationsgewinn im Falle der Autos, Leitlinien und so weiter oder der Informationsgehalt, besser gesagt, dieses Falles nur 0,3 beträgt. Der Informationsgehalt für die unwahrscheinlichen Fälle ist bei 9,9. Das heißt nun, dass die Informationstheorie und der Informationsgehalt mit dieser Formel versucht, die Realität darzustellen, so wie es auch in der Praxis für den Menschen oder für viele technische Dinge der Fall ist. Vom Informationsgehalt selber lässt sich dann der sogenannte mittlere Informationsgehalt oder auch die Entropie ableiten. Wir werden in der Übung beide Begriffe verwenden. Der Buchstabe für diesen mittleren Informationsgehalt ist H. Er entspricht nichts anderem wie dem Erwartungswert. Und der Erwartungswert einer Wahrscheinlichkeit bildet sich über die Summe dieser Wahrscheinlichkeit mal Pi. Das heißt, wir können Hi ganz einfach berechnen, indem wir Minussumme Pi mal Logarithmus Dualis Pi rechnen. Die Summe geht von i gleich 1 bis n Zeichen. Wem dieses Minus vor der Summe nicht gefällt, kann das auch in den Logarithmus Dualis reinziehen und Logarithmus Dualis von 1 durch Pi verwenden. Die Einheit der Entropie ist wieder ein Bit pro Zeichen. Sie gibt uns an, wie viele nützliche Bits in einem Zeichen durchschnittlich in der Zeichenfolge, also in der Gesamtheit der Zeichen, stecken. Wenn alle Zeichen viel nützliche Informationen enthalten, ist die Entropie hoch. Enthalten viele Zeichen hingegen wenig nützliche Informationen, dann ist die Entropie nieder. Aus dem mittleren Informationsgehalt lassen sich noch andere Werte ableiten. Zum einen wissen wir dank der Entropie, dass in einer Zeichenfolge im Mittel ein gewisser Anteil an Information steckt. Aber was, wenn nun dieser Anteil nicht 100% beträgt? Was ist mit dem Rest? Der Rest steckt in der sogenannten Redundanz. Das ist der Teil, der keine Information enthält. Und die Redundanz und die Information bilden zusammen die Daten. Als Formel heißt das, unser m quer, unser mittlerer Binärstellenaufwand pro Zeichen, entspricht der Entropie plus der Redundanz. Oder umgeformt, die Entropie ist der mittlere Binärstellenaufwand m quer minus der Redundanz. Dieser Redundanzbegriff ist ganz praktisch, um einzuschätzen, wie viel Information in unseren Daten steckt. Wenig Redundanz heißt viel Information in den Daten, viel Redundanz heißt wenig Information in den Daten und entsprechend jeweils viel oder wenig Redundanz. Die absolute Redundanz berechnet sich als groß R ist m quer minus h. Die relative Redundanz ist m quer minus h durch m quer mal 100%. Das entspricht groß R, also die absolute Redundanz, durch m quer mal 100%. Entsprechend der absolute Wert in Bit pro Zeichen, die relative Redundanz in Prozent. Ein weiterer Begriff der Informationstheorie ist der Informationsfluss H'. Er gibt an, wie viel Information in Bits pro Sekunde übertragen werden. An Information wohlgemerkt, nicht an Daten, denn die Daten enthalten ja noch Redundanz und Information. H' wird berechnet aus dem mittleren Informationsgehalt H oder der Entropie und der Zeichenrate RZ.
Die Zeichenrate ist nichts anderes als die Anzahl der Zeichen, die pro Sekunde übertragen werden. Das kann natürlich aus der Datenrate in Bit pro Sekunde berechnet werden, indem man die Datenrate einfach durch die Anzahl der Bits für jedes Zeichen dividiert. Ein weiterer sehr wichtiger Begriff der Informationstheorie ist die Kanalkapazität C. Sie gibt uns an, wie viel Information maximal über einen physikalischen Kanal, also beispielsweise ein Kabel oder eine Funkverbindung, übertragen werden können. Physikalische Größe deshalb, weil mehr kann dieser Kanal nicht. Die Formel ist C gleich B mal Logarithmus dualis 1 plus PS durch PN. B ist dabei die Bandbreite des Signals in Hertz, das über das Kabel oder den Wireless Link versendet wird. PS zu PN ist der Signalrauschabstand bzw. Signalleistung zu Rauschleistung. Mehr wie C kann an Information nicht übertragen werden, aber natürlich auch nicht an Daten. Die Funktion von C zu B im Verhältnis zum Signalrauschabstand ist rechts unten dargestellt. Man sieht, dass sich also die Kanalkapazität dann erhöht, wenn der Signalrauschabstand größer wird. Und natürlich auch, wenn die Bandbreite größer wird. Die Einheit ist Bit pro Sekunde, aber Achtung! Achten Sie darauf, dass oft die Signal-zu-Rausch-Verhältnisse in dB angegeben sind. Sie müssen diese in der Formel allerdings als Dezimalzahl eingeben und entsprechend die dB vorher umrechnen. Für die Kanalkapazität gelten zwei wichtige Bedingungen. Zum einen ist die Kanalkapazität immer größer gleich H'. Man kann nicht mehr Informationen über den Kanal schicken, als die Kanalkapazität zulässt. Hier nehmen wir aber an, dass der Informationsfluss natürlich ohne Redundanz betrachtet wird. Sonst wäre es ja Datenfluss in gewisser Hinsicht. Das heißt, wenn wir nun Redundanz haben, also Daten übertragen und nicht nur Informationen, dann müssen wir uns den sogenannten, ich nenne ihn mal Datenfluss betrachten, und das wäre m quer mal rz, die Anzahl der Bits pro Zeichen im Mittel mal der Zeichenrate. Hier steckt also Redundanz drin. Aber auch das kann nicht größer sein als wie C. Noch ein paar relevante Formeln für die Rechenübungen. Der Logarithmus dualis lässt sich leicht mit 2 hoch als Umkehrfunktion umrechnen. Verwenden Sie hier bitte die Zweierpotenz. Wir rechnen ja mit binären Zahlen, nicht 10 hoch und nicht e hoch, wie ich es oft in Prüfungen sehe. Zudem kann ein Minus Logarithmus dualis von x auch umgerechnet werden als Logarithmus dualis 1 durch x. Ganz wichtig für den Taschenrechner, für die Prüfungen und die Hausübungen, der Logarithmus dualis wird meistens am Taschenrechner nicht als Taste zur Verfügung gestellt. Sie können dies aber umgehen, indem Sie den Logarithmus dualis in Form von Logarithmus naturalis, ln, darstellen. Ld von x ist gleich ln von x durch ln2. Das Praktische dabei, 1 durch ln2 kann man oft bei Summen nach vorne ziehen. Die Umrechnung der Signalleistung zu Rauschleistung in dB wird ebenfalls noch dargestellt. PS zu PN in dB ist 10 mal Logarithmus zur Basis 10 von PS zu PN, lässt sich in Dezimal umrechnen in Form von 10 hoch, den PS zu PN in dB, durch 10. Wer sich neben der Theorie und der Nachrichtentechnik-Vorlesung noch in seiner Freizeit für das Thema begeistert oder zusätzliche Informationen benötigt, sich vielleicht einlesen will zu gewissen Themen, der findet hier eine Liste mit 3 Büchern, die es auch auf dem Teach Center zum Download gibt. Bitte beachten Sie, die Bücher verwenden natürlich manchmal andere Buchstaben für die Formeln, aber das sollte für Sie als Techniker und Mathematiker natürlich kein Problem sein. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem nachfolgenden Übungsteil 1 und später Übungsteil 2. Der Rechenübung Informationstheorie und Codierung. Viel Spaß und vielen Dank.